Die Schöne und das Biest. Mode als kunstvolle Inszenierung. Für seine Premiere bei Frauen unter den Sternen hat Gianfranco Ferré den Balletttänzer Gheorghe Iancu auf die berühmten Stufen gebeten. Extravagant. Wie die Kreationen des Designers, der nicht Mode studiert hat, sondern Architektur. Die weiblichen Formen weiß er gekonnt in Szene zu setzen. Klassische Ballroben, neu interpretiert in taffem Leder, Seide und Organza. Sachliche Karomuster für La Donna Diva, Ferrés bevorzugten Frauentyp der modernen Diva. Stark, selbstbewusst und von unterkühlter Sinnlichkeit. Eleganz mit außergewöhnlichen Details, aber ohne überflüssige Schnörkel. Die hohe Kunst der Drapierung. Asymmetrische Schnitte und raffinierte Wickeloptiken. Ferrés Frauen geben sich geheimnisvoll und unnahbar. Und sind dabei unbeschreiblich weiblich.